Servus und herzlich willkommen zur Sportarena. Diesmal unter anderem mit diesen Themen. Meisterlich. FC Bayern Basketball gelingt die Titelverteidigung gegen Alba Berlin. Abstiegskampf in der Baseball-Bundesliga. Von den München Hard Disciples ist Sportdirektor Christopher Howard zu Gast. Klippenspringerin aus Bayern. Münchnerin Iris Schmiedbauer wird Sechste beim Weltcup auf den Azoren. Münchner Synchronschwimmtalent. Jess Lauch von der SG Stadtwerke stellt ihre Sportart vor. Frisches Blut bei der Spielvereinigung Unterhaching. Abwehrneuzugang Paul Grauschopf ist zu Gast in der Sportarena. Die Basketballer des FC Bayern München haben ihren Meistertitel verteidigt und das quasi im Rekordtempo. Im dritten Spiel der Finalserie haben sie auch gewonnen und damit Alba Berlin geschlagen. Es ist der zweite Titel in Folge für die Bayern Basketballer und der fünfte insgesamt für den FC Bayern. Der Meisterpokal bleibt in München. Die Basketballer des FC Bayern sind auch 2019 das beste Team der Basketball-Bundesliga und gewinnen verdient die deutsche Meisterschaft. Schon während die letzten Sekunden im dritten Finalspiel laufen, fiebern die Münchner der Schlusssirene entgegen. Vor 6.500 Zuschauern im ausverkauften Audidom beginnt die Meisterfeier nach dem 93:88 Erfolg in der Verlängerung. Den Titel haben sich die Bayern in bravuröser Art und Weise gesichert. Schon in der Hauptrunde überzeugen die Roten Riesen, verlieren von 43 Spielen nur 3. In den Playoffs setzen sie noch einen drauf. Ohne eine Niederlage stürmen die Bayern zur Meisterschaft, gewinnen jede Runde im Schnelldurchgang mit jeweils 3 Siegen. FC Bayern-Rekordspieler Nihat Čedović wird zum MVP, zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt. Bester Werfer im entscheidenden Finalspiel ist mit 23 Punkten der überragende Leader Wladimir Lucic. Der alte Meister ist auch der neue. Und wie heißt es doch, eine gute Mannschaft gewinnt den Titel, aber ein wahrer Champion verteidigt ihn. In der Baseball-Bundesliga geht die Saison weiter, auch für die München Hard Disciples. Doch die Münchner, die haben leider mit der Meisterentscheidung nichts mehr zu tun. Ganz im Gegenteil, sie sind mit dabei am Ende der Tabelle. Die Saison für die München Hard Disciples noch lange nicht vorbei. Doch sie geht anders weiter als vorgesehen. Statt in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen, kämpfen die Baseballer aus dem Münchner Osten in den Playdowns gegen den Abstieg. Von 28 Heimspielen in der Hauptrunde konnten die Disciples nur 13 gewinnen. So landete die Mannschaft auf dem 6. Platz der Südgruppe. Das Multikulti-Team mit Spielern aus 7 Nationen war zum Beginn des Jahres neu formiert worden. Auch ein neuer Trainer begann seine Arbeit bei den Disciples und stand vor der Aufgabe, das ausgegebene Ziel zu erreichen. Nicht weniger als die Meisterrunde wurde vor dem ersten Spieltag anvisiert. Nun geht es um den Klassenerhalt. Am 29. Juni beginnen für die München Hard Disciples die Playdowns. Die Disciples sind dann zu Gast bei den Stuttgart Reds. Insgesamt bestreiten die Münchner 12 Spiele in den Playdowns, die darüber entscheiden, ob die Saison für die Disciples noch zu einem versöhnlichen Ende gebracht werden kann. Und von den München Hard Disciples ist heute zu Gast der Sportdirektor und Geschäftsführer Christopher Howard. Servus. Servus. Ja, die Spieler haben frei am Montag. Die sind auch in aller Herren Länder verstreut, hätte ich fast gesagt. Auf jeden Fall in den bayerischen Landen. Und nun sitzt du hier und musst ja Rede und Antwort stehen oder darfst. Danke für jeden Fall, dass du da bist. Wie sieht's denn aus? Ist es so ein kleiner Kratzer im Lack, dass es gar nicht mal um die Meisterschaft, um die Playoffs geht, sondern um die Playdowns? Ja. Das ist nicht das, was unser Ziel war dieses Jahr. Unser Ziel ist normalerweise immer das, dass wir um die Meisterschaft spielen wollen. Ich kenne seit 2008 das Gefühl, nicht mehr Playdowns zu spielen. Das war mein letztes Mal, wo ich damit was zu tun hatte. Aber da hast du noch gespielt in Gauting. Da habe ich noch selber in Gauting gespielt. Und ich brauche das Gefühl nicht nochmal haben. Ist es trotzdem eine Art besondere Spannung? Es wird ja oft gesagt, bei anderen Sportarten, diese Relegationsspiele, die haben so ein ganz besonderes Kribbeln. Ja, ist ja noch weit weg von Relegationsspielen. Also wir haben jetzt die 12 Spiele Playdowns und dann spielt eben der 7. Beziehungsweise der
der vorletzte, eben die Relegation gegen den zweiten aus den Playoffs der zweiten Bundesliga, womit ich jetzt mal denke, dass wir nichts mit zu tun haben werden. Wir können es vielleicht kurz ein bisschen so auseinanderklamüsern. Ihr seid Sechster gewesen nach der Hauptrunde, ja, und spielt jetzt 12 Spiele. Mhm. Der Tabellenletzte, Saarlouis, die haben nur 2 Siege. Also die haben 11 Siege weniger als ihr. Also ihr müsstet alle Spiele verlieren und die müssten alles gewinnen. Dann wäre es für euch brenzlig. Dann heißt es Relegation. Dann wird es direkter Abstieg heißen. Ach so, dann seid ihr Letzter und dann ist direkter Abstieg? Direkter Abstieg und der Siebte, im Moment Ulm, die, glaube ich, 8 Spiele hinter uns sind, 8 Siege hinter uns. Ja. Wäre dann vor uns. Also der Siebte muss Relegation spielen. Es ist dann so ein bisschen das Spielen um die goldene Ananas. 12-mal antreten in dem Wissen, 1-2 Siege und dann ist schon wieder alles durch. So ungefähr ist es. Also es ist dieses Jahr ein anderes System, wieder zurück zum alten System, was bis vor, glaube ich, 4 Jahren gespielt wurde. Einfach nur aufgrund der Vorbereitung für die Europameisterschaft. Falls eben Nationalspieler in den Playdowns-Teams sind, dass die noch Spielzeit kriegen und im Rhythmus bleiben. Für uns ist es einfach, wir müssen da jetzt durch. Wir haben uns im Endeffekt das selber eingebrockt mit ein paar blöden Niederlagen hier und da. Viel Verletzungspech natürlich auch gehabt. Aber dass wir Sechster jetzt sind, da sind wir selber dran schuld. Und das haben wir jetzt davon. Jetzt bist du schon ein bisschen in der Analyse. Was waren denn außer Verletzungspech und vielleicht kleineren Unachtsamkeiten die ausschlaggebenden Faktoren, dass es eben nicht gereicht hat, um unter die besten 4 und damit ja in die Playoffs einzuziehen? Ja, also ein Grund ist der, dass die Top 6 Teams im Süden echt nah beieinander sind. Also wenn man jetzt die Spiele sich auch anschaut, wir haben gegen Mannheim 3-mal gewonnen, wir haben gegen Heidenheim 3-mal gewonnen. Wir haben richtig gute Spiele, 2 richtig gute Spiele in Mainz mit einem Run verloren. Wir haben gegen Regensburg die letzten 2 Spiele richtig gut im Baseball gespielt, wo es nicht gereicht hat. Also da sieht man schon, dass die Qualität der Teams 1 bis 6 extrem nah beieinander ist dieses Jahr, was in der Vergangenheit nicht so war. Was hat gefehlt bei den Spielern eurer Mannschaft? Ihr hattet ja einige Wechsel, einige Neuzugänge. Die waren noch nicht reif genug, um diese Teams Mainz, Regensburg, Heidenheim, Mannheim zu schlagen? Es ist immer was anderes, wenn du neue Leute dabei hast, vor allem am Anfang vom Jahr mit dem Pitching, das einfach nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Was uns am Anfang vom Jahr ein bisschen Probleme gemacht hat, dann kamen die Verletzungen mit dazu vom Christoph Ziegler. Der Will Thorpe hat sich 3 Wochen vor Ende der Saison das Handgelenk gebrochen. Der Miguel Pinheiro hat die Schulter kaputt gehabt. Der David Wallace hat sich auch die Schulter kaputt gemacht im Spiel. Das sind ja auch die sogenannten Imports, also die Ausländer, die ja... Zum Teil ja. Und dann wird es halt auch Nationalspieler oder Imports, wenn da zu viele auf einmal verletzt sind, dann wird es, egal in welcher Sportart, egal in welcher Mannschaft, einfach auch schwer. Und die anderen Teams sind auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Und eine Nachverpflichtung während der Saison wäre wirtschaftlich machbar gewesen oder ergibt gar keinen Sinn, weil die Spieler, die wirklich euch helfen würden, sowieso alle verpflichtet sind, egal ob in Deutschland oder in anderen Ligen? Das ist immer schwer zu sagen. Also wirtschaftlich muss man natürlich immer schauen, macht das in der Situation Sinn? Also wir hätten nachverpflichten können, aber es hätte wirtschaftlich keinen Sinn gemacht, die wir hätten machen können. Und zum anderen gibt es uns natürlich auch langfristig die Möglichkeit, junge Spieler wie der Titus von Kapf, den Spielzeit zu geben, um sie zu entwickeln. Für uns ist nicht immer das übergeordnete Ziel, wir müssen deutscher Meister werden. Wir sind noch nicht vom Verein her, von der Mannschaft her, so weit, dass wir das wirklich uns als oberstes Ziel nehmen können und, koste es, was es wolle, das Ziel verfolgen. Sondern es geht halt auch um die Entwicklung junger Spieler bei uns. Jetzt werdet ihr 12 Spiele austragen in diesen Playdowns, 6 davon zu Hause. Bleiben wir gleich beim Wirtschaftlichen. Bringt das nicht eigentlich noch gut ein bisschen was ein? Also, dass du sagst, okay, auf der Seite her oder von der Seite her, da nehme ich es gern mit? Ich denke, dass wenn wir Playoffs gespielt hätten, wir wirtschaftlich besser dastehen würden. Also Playoffs sind natürlich für Zuschauer viel interessanter als Playdowns. Playdowns sind halt die Playdowns.
Ja gut, aber es sind ja Gegner dabei, die durchaus vielleicht den einen oder anderen mitbringen können. Meine Stuttgart ist jetzt nicht ewig weit weg. Und wenn die kommen, die bringen doch vielleicht ein paar Leute mit. Oder das lockt so ein bisschen, da könnte man so ein Südderby draus machen. Wird sicherlich so sein. Aber es kommt auch das Wetter drauf an. Wenn wir gutes Wetter haben, dann wird sich wirtschaftlich was lohnen. Sollten wir kein gutes Wetter haben, ist es ein Draufzahlgeschäft. Gibt es ein zu heißes Wetter für euch? Also wo ihr sagt, da ist der Sommer eher abträglich für Baseball? Ich denke mal so ab 35 Grad wird's unangenehm für die Zuschauer. Da müsstet ihr eine Freibierdusche aufstellen, dass da genügend kommt. Wenn du sie sponsorst? Ja, da reden wir gleich mal über was anderes in diesem Fall. Wie geht's weiter mit dem Projekt? Nachwuchs hast du schon angesprochen. Das Projekt beinhaltet aber auch Stadionaus- bzw. Umbau. Wir haben gerade vorher ein paar Bilder gesehen. Das war in Regensburg. Das ist schon wirklich ein sehr schöner Baseballpark, den die da haben. Ja, ist er. Ich kenne ihn sehr gut. Es ist in Europa, denke ich mal, unter den Top 3 Stadien, die es gibt. Das ist auch unser Ziel. Wir sind da in guten Gesprächen mit der Gemeinde in Haar, um eben entweder einen Ausbau bzw. ein neues Stadion zu bauen, wie es halt einfach für eine Randsportart ist. In der Kommunalpolitik ist es nicht immer ganz einfach, aber wir sind da auf einem guten Weg. Ihr müsstet es ja dann auch bewirtschaften und vor allem auch dementsprechend füllen können. Also es würde ja nichts helfen, ein Stadion zu bauen für 2.000, 2.500, 3.000 Zuschauer. Was schwebt dir so vor? Oh, ich denke mal 2.500, 3.000 Zuschauer, das ist so ein Stadion, das ist ungefähr das, was Regensburg hat. Mhm. Ich glaube, Rekord beim Bundesligaspiel in Regensburg waren mal 3.500. Finale Spiel 5, also da gab es auch keine Sitzplätze mehr und Stehplatz war auch alles voll. Wenn wir das in der Größe Regensburg vergleichbar hinkriegen, dann ist das schon was sehr Schönes. Und nun läuft diese Playdown-Serie jetzt an am kommenden Wochenende. Ihr seid zuerst in Stuttgart. Wie viel Hintergrundplanung läuft schon für die kommende Saison? Hast du schon so einen Kader, so einen Rumpfkader fix, wo du sagst, den willst du dann behalten oder neu formieren? Oder wartest du wirklich ab bis zum letzten Spieltag, um dann erst überhaupt entscheiden zu können? Also wir sind in der Analyse des Ganzen. Zusammen mit Paco Garcia, mit unserem Trainer, zusammen mit dem Rest vom Vorstand, mit Mike Almstetter, unserem Sportvorstand und auch natürlich ein paar Spieler, die wir befragen, ein paar von unseren Führungsspielern. Also wir sind noch in der Analyse, wir sind noch nicht so an dem Punkt da, wo ich sage, jetzt weiß ich, wen will ich behalten, wen will ich nicht behalten, aber wir fangen damit schon an und sind da mittendrin, dass wir keine Zeit verlieren. Kommen die aber auch selber schon, die Spieler, um so ein bisschen anzuklopfen und zu wissen, wie geht es denn weiter für mich in München oder eben nicht in München? Bis jetzt noch nicht. Also die Leute haben ihre Verträge, die laufen bis Ende der Saison und wir werden auch erst mit den Spielern nach der Saison sprechen. Die sollen sich jetzt erstmal aufs Spielen konzentrieren, sollen das ordentlich über die Bühne kriegen und dann schauen wir weiter. Und wann denkst du, ist es wirklich möglich, du sagst, okay, dann sind wir wirtschaftlich so aufgestellt, Stadion so aufgestellt, dann ist in München die Gegebenheit da, dass die München Hard Disciples wirklich ein ganz klarer Kandidat für die deutsche Meisterschaft sind? Ja, also wie gesagt, wir sind in Gesprächen mit der Gemeinde, sind auch in Gesprächen mit möglichen neuen Sponsoren für die Zukunft. Da gibt es im Moment noch nicht groß was zu vermelden, aber da arbeiten wir extrem hart dran, dass wir in der Zukunft von allen Seiten, sportlich wie wirtschaftlich wie infrastrukturell, der Top-Standort im Süden von Deutschland sind. Das ist mein Ziel. Wenn es was zu vermelden gibt, du weißt, wo die Plattform ist. Ja? So. Werde ich vorbei. Halt es nicht hinterm Berge. Danke dir, dass du da warst. Jetzt genieß auch du den Rest Montag, der für dich zum Teil ja frei war. Danke erstmal fürs Kommen. Gruß an die Spieler und Dankeschön. Viel Glück in den Playdowns. Danke. Und was ist darüber hinaus in sportlicher Sicht noch so Wissenswertes oder Interessantes gibt, das sehen wir jetzt zusammengefasst. Der TSV 1860 plant die Vorstellung eines neuen Spielers für den 25. Juni. Als möglicher Neuzugang wird der Innenverteidiger Dennis Erdmann gehandelt. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler soll vom 1. FC Magdeburg zu den Münchner Löwen wechseln. Mit den Magdeburgern war Erdmann aus der 2. Bundesliga abgestiegen. Durch diese Verpflichtung würde sich die angespannte Situation in der Verteidigung der Löwen etwas entspannen. Möglich ist so ein Transfer für die finanziell dauerklammen 60er durch eine Ausweitung des Vertrages mit dem Hauptsponsor. Der neue Sponsorenvertrag soll noch vor der mit Spannung erwarteten Mitgliederversammlung am 30. Juni verkündet werden.
Einen Rückschlag gab es für Ruder-Europameister und Gesamtweltcup-Sieger Oliver Zeidler. Beim Weltcup im polnischen Posen kam der Münchner nur auf den 5. Platz. Der 22-jährige Oliver Zeidler hielt sich lange an der Spitze, wurde aber zum Ende noch abgefangen. Der Sieg ging an den Dänen Sverri Nielsen. Zum Saisonauftakt hatte Oliver Zeidler als erster Deutscher nach 46 Jahren wieder Europameisterschaftsgold im Einer gewonnen. Beim folgenden Thema, da wird so mancher sagen, passend zum Wetter, das würde ich auch gern machen, nämlich eintauchen ins kühle Meer. Doch das, was die Klippenspringer zeigen in der World Diving Series, das ist sehr, sehr spektakulär. Und die Münchnerin Iris Schmidbauer, die springt mit seit mehreren Jahren und war jetzt mit dabei beim Tourstop auf den Azoren und hat dort einen starken 6. Platz belegt. Extremklippenspringen auf der Azoreninsel São Miguel. Beim 4. Stopp der World Tour kehren die Cliffdiver zurück an den Ursprung. Auch die 24-jährige Münchnerin Iris Schmidbauer stürzt sich von Vulkangestein in die Tiefe. Hier auf den Azoren ist die Herausforderung, dass wir direkt von der Klippe springen. Und das ist das erste Mal für mich hier. Und ich war echt ziemlich nervös, bevor ich hierher gekommen bin, ob ich meinen Auerbachsprung direkt von der Klippe überhaupt machen kann. Weil man muss ja doch ein bisschen rausspringen dabei. Und war dann sehr erleichtert, dass es funktioniert hat. Iris Schmidbauer hat auch in ihrer 3. Saison wieder eine Wildcard für die Tour bekommen und beweist auf den Azoren, dass sie zur Weltspitze gehört. Am Ende ein starker 6. Platz. Damit verbessert sich Iris Schmidbauer in der Gesamtwertung auf Rang 11. Ich war eigentlich dann doch ganz zufrieden und es ist einfach super cool, dass man hier so über seine, mit den Challenges über sich hinauswachsen kann. Schon zum 8. Mal sind die Cliffdiver auf São Miguel. Ein Rekord. Gewonnen hat die Australierin Rhiannon Ifland, die ihren Vorsprung durch den 4. Sieg in der Gesamtwertung weiter ausbaut. Bei den Männern siegte der Engländer Gary Hunt. Nächster Stopp der Tour am 14. Juli in Beirut im Libanon. Dann wieder ganz normal vom Sprungturm. Eines der größten Talente, nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland, in einer Wassersportart, die so ein bisschen unter dem Radar durchläuft, ist Jess Lausch, nämlich im Synchronschwimmen. Sie startet für die SG Stadtwerke München, hat schon viele, viele Erfolge eingeheimst und peilt die Olympischen Spiele als großes Ziel an. Elegant im Wasser schwimmen, tauchen, turnen und tanzen. Bewegungen so einfach aussehen zu lassen. Synchronschwimmen ist aber auch brutal anstrengend und sehr trainingsintensiv. 87 Sportler im Alter zwischen 5 und 27 Jahren schwimmen bei der SG Stadtwerke München synchron. Sie gehen in ganz Deutschland an den Start, sogar international sind die Münchner Synchronschwimmer unterwegs. Jess Lausch ist eine von ihnen und gilt als eines der hoffnungsvollsten Synchronschwimmtalente der Stadtwerke. Ihr Ziel? Die Olympischen Spiele. Der Tag beginnt für die Münchner Schülerin um 7.30 Uhr, natürlich in der Schwimmhalle. Um 21 Uhr holen sie ihre Eltern nach dem Abendtraining ab. Dazwischen Schulunterricht am Sportgymnasium in Milbertshofen. Montags bis Donnerstag hat sie zweimal täglich Training, freitags ist Turntraining, samstags Kürtraining. Ende Juli startet Jess bei der Jugendweltmeisterschaft in der Slowakei. Nächstes Jahr will sie ran zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Zunächst erstmal als Fan, aber irgendwann will sie dort auch selbst als Teilnehmerin um Medaillen schwimmen, tauchen, turnen und unter Wasser tanzen. Und zum ersten Mal ist sie in der Sportarena aufgetaucht und ich sage herzlich willkommen, Jess Lausch. Hallo. Und an deiner Seite die Bundestrainerin Doris Ramadan. Servus. Hallo. Ja, Jess, so die eigenen Bilder mal zu sehen, ist sicherlich nicht mehr so ungewohnt im Zeitalter, in dem ja alles gefilmt wird mit dem Handy. Wie ist es für dich, so langsam mehr Öffentlichkeit zu kriegen, mehr Aufmerksamkeit? Ist auf jeden Fall was Neues. Ist natürlich auch schön, ein bisschen im Vordergrund zu stehen. Ja. Bist du so eine, die das auch genießt? Man sagt ja, manche sind ja so eine Rampensau und manche sind eher, die sagen, ach du, lass uns nur über Sportliche reden. Nee, ich mag das eigentlich schon. Ich stehe gerne sozusagen im Mittelpunkt. So. Wirkt sich das darauf aus? Also bist du eher die auch dann einzeln lieber antritt beim Synchronschwimmen? Also quasi, das wäre dann das Solo. Werde ich auf jeden Fall darauf hinarbeiten, dass ich mir da eins zusammenstelle mit der Doris dann auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich untergehe jetzt im Team, sondern ich bin schon jemand, der ein bisschen mehr da ist, Präsenz hat.
Was ist denn für dich das Faszinierende an Synchronschwimmen? Die Vielseitigkeit. Das ist, sind eigentlich so viele Sportarten in einem. Man hat das normale Schwimmen, Akrobatik. Es ist auch total viel Kraft, die man braucht. Und es einfach macht Spaß. Warst du immer schon so eine Wasserratte? Ja. Meine Mama sagt immer, von Geburt an bin ich sofort. War Wasser mein Element. Macht es leicht? Ja, definitiv macht es leicht, wenn jemand ein gutes Wassergefühl hat und einfach das Wasser liebt, das Element. Wie ist es denn so mit jungen Damen zu arbeiten? Sind die folgsam, hören die auf die Trainerin? Sie kommt ja nur langsam auch in ein Alter, wo ja sozusagen diese Teenagerzeit dann auch den einen oder anderen Widerspruch vielleicht erzeugt. Ja, also im Moment ist es noch sehr angenehm, mit ihr zu trainieren. Ich weiß natürlich aufgrund meiner Erfahrung, dass das irgendwann vielleicht sich ändern könnte. Aber prinzipiell haben wir so ein gutes Verhältnis zu den Sportlern, dass wir das eigentlich meistens in den Griff kriegen. Also auch wenn es mal schwierige Phasen kriegt, dann geht man wieder nach oben und es kriegt man dann schon hin. Das Blöde beim Synchronschwimmen ist ja, ihr könnt ja nicht mal damit drohen. Du, wenn du nicht mitmachst, dann ziehe ich dich mal auch nicht unter Wasser, weil das müsste ganz schön lang dauern, bis dann mal da eine Reaktion erfolgt. Ja, das wäre keine Drohung, die irgendwie ernst genommen werden würde. Wie lange kannst du die Luft anhalten? 2:30 sowas. Oh, okay, da musst du wirklich lang halten. Wie ist es mit ihr als Sportlerin? Wie macht sie sich, was ist an ihr wiederum das Besondere? Also an ihr das Besondere ist einfach, dass sie extrem ehrgeizig ist und sehr motiviert und schnell umsetzen kann. Also Korrekturen einfach relativ schnell umsetzt. Das macht das Training natürlich einfach und die Entwicklung geht dann auch schneller vorwärts. Braucht jemand gerade für Synchronschwimmen, der ja so einen Aufwand hat? Zweimal die Woche Training, Freitag noch Turntraining, Samstag noch Choreografietraining. Braucht der von Natur aus einfach diesen Ehrgeiz, dieses Ich will? Weil den könnt ihr ja nicht eintrichtern, sowas. Nee, Ehrgeiz muss schon von innen kommen, klar. Man versucht natürlich, das Umfeld so zu gestalten, dass es Spaß macht auch. Also auch hartes Training kann Spaß machen. Und ich denke, ja, das zeichnet einen Leistungssportler einfach aus, dass er eine wahnsinnige Eigenmotivation hat. Was treibt denn dich da an, Jess? Dass du sagst, du bist 15, da haben wir noch viele andere Sachen, die einen vielleicht interessieren. Dass du sagst, nee, also Training, Wettkampf. Ich glaube auch der Erfolg, die Erfolgserlebnisse jetzt in Schweden oder dass ich zur Weltmeisterschaft fahren darf mit dem Team, das motiviert einen natürlich. Und wenn man dann auch sieht, man ist ein bisschen besser als die anderen und kann mehr und man kann was erreichen, dann ist man einfach gerne dabei. Du warst ja auch bei den Jugendspielen, so heißen sie ja, glaube ich, so, bist Dritter geworden in Schweden. War das so ein erster internationaler wirklich Vergleich, wo du sagen konntest, okay, ich schaue mal ein bisschen über den deutschen Beckenrand und sehe mal, was die anderen so bringen? Also wir waren schon mal in der Slowakei im Olympic Hopes Wettkampf mit dem Perspektivteam vor einem Jahr, aber Schweden war jetzt mit dem Verein, mit den Isarnixen und das war schon mal was anderes. Also zu sehen, dass man es schafft, aufs Treppchen zu kommen an so einem internationalen Wettkampf, ist schon was Cooles. Also. Was war das jetzt für die Jugend-WM? WM, Weltmeisterschaft. Ja, das wird krass. Also wir wissen eigentlich noch gar nicht, was wir erwarten können. Wir wissen nicht, wer genau antritt, also wie gut die Teams sein werden. Wir trainieren natürlich sehr stark darauf hin und wollen die bestmöglichste Leistung erzielen. Das war sehr vorsichtig formuliert, schon sehr diplomatisch und mediengerecht, muss man ja sagen. Wie stehen wir denn da im Bereich Synchronschwimmen, gerade hier aus München? Also die Münchner stehen eigentlich ganz gut da, sage ich jetzt mal. Die haben ja auch ein Duett, was sich praktisch für Olympia qualifizieren will und sind auch schon deutscher Meister. Wer ist das? Die Marlene Boja und die Daniela Reinhardt, die sind Perspektivkaderathleten. Und ja, die haben jetzt dieses Jahr einen Haufen Wettkämpfe bestritten und fahren dann jetzt im Juli zur Weltmeisterschaft nach Korea. Genau, und nächstes Jahr ist dann der Quali-Wettkampf in Tokio. Also von daher steht München sehr gut da. München hat ja auch, sage ich jetzt mal, eine gute Struktur geschaffen in den letzten Jahren. Das ist halt schon auch ein großer Vorteil von München. Und jetzt ist ja dann bald die Sanierung vom Olympiabad abgeschlossen. Und dann hoffen wir auf noch bessere Trainingsbedingungen, was dann natürlich auch auf eine Leistungssteigerung erhoffen lässt. Wie ist es momentan draußen im Olympiaschwimmhalle? Schwimmt ihr so um die Bagger und Schutthaufen rum oder was? Was bleibt euch so an Möglichkeiten gerade? Also das Trainingsbecken steht ja zur Verfügung und das ehemalige Babybecken wurde zu einem Lehrschwimmbecken umgebaut. Und da haben wir dann für die Mädchen, die von der Eliteschule des Sports kommen und fürs Frühtraining Wasserzeiten und da trainieren wir. Aber wir trainieren natürlich auch noch in vielen anderen Bädern in München, vor allem in Schulschwimmbädern, weil die einfach ja, momentan eben unsere Heimat sind. Nachwuchs ist da? Zulauf ist da? Ja, definitiv. Wir haben, also in München haben wir alleine in der Altersklasse D 30 kleine Mädchen. Das heißt im Altersbereich von 9 bis 11. Ja, und
das zieht sich alles so nach oben. Natürlich dünnt sich es dann oft aus in dem Altersbereich zwischen 16 und 18, weil halt dann die Schule... Der kritische Bereich? Ja, der Vorteil für die Jazz ist eben, dass sie auf der Eliteschule des Sports ist und da das ein bisschen mit Schulzeitstreckungen funktioniert und die ja auch sehr entgegenkommen. Das ist natürlich schon eine Ausnahme. Ist ein Sport, den machen aber mehr junge Frauen? Ja. Die Männer, die jungen Burschen, die hören dann irgendwann auf. Dein Bruder hat sie auch mal eine Zeit lang betrieben, aber hat dann, was war los, die Lust verloren? Oder? Ja, hatte keinen Spaß mehr dran. Hat jetzt andere Hobbys. Was macht er? Er spielt Theater. Okay, das ist gleich ganz was anderes. Ja. Wie ist es bei euch an der Sportschule dann, wenn du dort als die Synchronschwimmerin bist? Welche Sportler nehmen dich da so richtig wahr? Weil klar, Fußballer oder so, die sind ja natürlich die sind präsenter. Und da wird sicherlich mehr drüber gesprochen. Also wir sind leider erst zu zweit auf der Schule als Synchronschwimmerinnen. Es wird immer so ein bisschen belächelt. So, das ist ja kein echter Sport von den Volleyballern, Basketballern. Ihr dümpelt ein bisschen im Wasser rum. Das war's dann auch. Aber die Schwimmer... So was sagen die? Ja, die Schwimmer nehmen es ernst, weil die einfach selber im Wasser sind und sich das vorstellen können. Wie läuft denn so ein Tag ab? Also der heutige Tag, geht's los? Montagmorgen weiß jeder, nach so einem Wochenende tun sich alle manchmal ein bisschen schwer rauszukommen. Vor allem, wenn ein Wettkampf davor war und wir erst spät heimkommen, ist es ein bisschen schwierig. Also ich stehe so um 6 Uhr auf, circa. Dann gehe ich natürlich erstmal, meine Mama macht mir dann ein Frühstück, proteinhaltiges Frühstück und dann geht's auch schon ab in die Schule. Habe ich dann bis 16.30 Uhr Unterricht und dann fahre ich von der Schule direkt zum Training. Bin dann so um 21.30 Uhr fertig und dann fahre ich heim und bin um 22 Uhr zu Hause. Boah, ist ein langer Tag. Ja. Und das macht wirklich noch Spaß? Ja, auf jeden Fall. Wir sind mit dem Essen. Kannst du richtig, weil du natürlich viel Umsatz hast, viel verbrauchst, auch dementsprechend einfach mal was wegschaufeln? Ich esse ziemlich viel und gerne, ja. Aber eher so was Kohlenhydratehaltiges ist sinnvoll für mich, jetzt wenn ich ins Wasser gehe oder sowas. So wie bei den Schwimmern auch. Zucker soll ich darauf verzichten, weil es einfach die Faszien verklebt und das schwächt mich und dann bin ich auch nicht so dehnbar und solche Sachen. Ja, das kenne ich von meiner Ernährung her. Das haben wir alle. Wenn jetzt junge Mädels, Männer Lust bekommen und sagen, ach, Synchronschwimmen oder wie es ja früher hieß, Wasserballett. Ich kenne es noch unter dem Begriff Wasserballett. Sag, ach, das würde ich doch jetzt gerne mal machen. Hätten die eine Chance, gleich dazuzukommen? Ist das schwierig? Oder müssen die ein Casting durchlaufen bei euch? Naja, also bei uns in München müssten sie auf jeden Fall ein Casting durchlaufen. Das müssen alle machen, die zu den Isarnexen wollen. Also da muss man halt, bestimmte Sachen werden abgetestet, ob sie schwimmen können. Also alle Schwimmarten im Endeffekt schon können, wie beweglich sie sind, ob sie musikalisch sind. Solche Dinge wird da abgetestet. Genau. Musikalisch? Ja, klar, die Musik, man muss schon ein Gefühl für Musik haben. Also man schwimmt ja auch auf Musik. Also das hört man unter Wasser gar nicht. Doch, natürlich, es gibt einen Unterwasserlautsprecher und da hört man die Musik sehr gut. Von daher. Wie klingt das unter Wasser? Wie über Wasser. Ehrlich? Ja. Ich war noch nie, glaube ich, irgendwo, wo Musik unter Wasser gelaufen ist. Hast du wohl noch keinen Synchronschirm gemacht. Und dann suchst du aus oder ihr zusammen, welche Musik ihr nehmen wollt? Das machen so ein bisschen alle zusammen. Ja. Also das ist eine Entscheidung, die ist ja nicht so einfach zu treffen, weil man hat eine Kür teilweise 3-4 Jahre und die Musik muss einem natürlich auch gefallen. Man muss die 1000 Mal hören können. Ja. Das heißt, irgendwas, was gerade modern ist, bietet sich nicht an? Nee. Also Lieblingssong fällt raus? Ja. Nee, meistens ist auch was ohne Gesang. Mit viel sozusagen Bass und viel, man, teilweise tiefen Tönen. Es kommt darauf an, in welches Genre man gerade gehen will. Eine Kür ist halt immer thematisch auch ein bisschen aufgebaut. Singt ihr dann so manchmal mit unter Wasser? Geht sowas? So, ein bisschen gesungen? Nee, da wird die Luft weggehen. Man muss sich ja konzentrieren und zählen. Na, okay. Spar dir die Luft. Viel Erfolg weiterhin. Und ja, klar, natürlich dann bei der WM, dann bei der Jugend-WM. Da würden wir uns freuen, wenn du wieder kommst danach. Möglichst mit einer Medaille. Wäre riesig. Danke heute für den Besuch. War schön, mal wieder über Synchronschwimmen, über Wasserballett was zu erfahren aus Münchner Sicht. Okay. Ganz andere Sache. Fußball, es rollt der Ball, jedenfalls in der Vorbereitung schon wieder bei der Spielvereinigung unter Haching. Es gab einige Abgänge, einige Zugänge. Und wir fassen mal kurz zusammen, wie der aktuelle Stand bei den Hachingern ist.
Frisches Blut bei der Spielvereinigung Unterhaching. Für die nächste Saison in der dritten Liga haben die Unterhachinger bisher 5 neue Spieler verpflichtet. Allerdings haben sie auch mehrere gestandene Akteure der zurückliegenden Spielzeit verlassen. Es gilt also, deren Positionen neu zu besetzen und die Neuzugänge rasch zu integrieren. Am ersten Vorbereitungswochenende standen für die Unterhachinger gleich 3 Testspiele auf dem Programm. Einem 11:1 gegen Kreisligist SV Miesbach folgte ein 13:1 gegen den FSV Pfaffenhofen aus der Bezirksliga und ein 13:1-Sieg gegen den FT Rosenheim aus der A-Klasse. In diesen Spielen gegen unterklassige Gegner konnten sich die Hachinger kennenlernen. Hinter der Spielvereinigung Unterhaching liegt eine bewegte Saison 2018-2019. Nach einer überragenden ersten Hälfte und der Aussicht auf einen Aufstiegsplatz mutierte die Spielvereinigung Unterhaching im zweiten Teil der Saison zu einer fast immer sieglosen Mannschaft. Am Ende landeten die Hachinger zwar auf einem soliden 10. Platz, doch erst kurz vor Abschluss der Saison konnte der Ligaverbleib gesichert werden. Am 2. Juli geht es nun für eine Woche ins Trainingslager in Südtiroler Schlanders. Zuvor gibt es 2 weitere Testspiele, wie am 29. Juni gegen den SSV Ulm. Am 30. Juni treten die Unterhachinger im Benefizspiel beim TSV 1860 Rosenheim an. Am 19. Juli beginnt die neue Saison in der dritten Liga. Einer der Neuen bei der Spielvereinigung Unterhaching ist Paul Grauschopf. Und heute macht er seinen Antrittsbesuch in der Sportarena. Paul, grüß dich. Servus. Na, wie fühlt sich so an, jetzt ein Hachinger zu sein? In die große Stadt gezogen, in die Vorstadt vielleicht. Ja, in die Vorstadt zwar nur, aber nee, nichtsdestotrotz fühlt sich sehr gut an. Bin sehr, sehr glücklich hier zu sein, dass das alles geklappt hat mit dem Wechsel und alles. Und habe natürlich volle Vorfreude auf den Verein und natürlich auf die große Stadt auch irgendwo. Die Mythos große Stadt München. Hat sich schon ein bisschen tückisch erwiesen. Das Herkommen heute war nicht so einfach, gell? Leider wirklich tatsächlich sehr tückisch. Den Münchner Verkehr, den muss ich mir noch... Da muss ich noch ein bisschen was dazulernen. Das war in meinen vorigen Wohnorten alles ein bisschen einfacher. Aber das, glaube ich, kommt alles mit der Zeit. Das wird schon, ja. Wie waren die ersten Tage so? Ihr hattet ja jetzt erst quasi das erste richtige Mannschaftstraining. Sonst war ja Laktattest und Krafttraining. Und jetzt mal richtig in der Mannschaft. Es wurde auch mal ein bisschen gegen den Ball getreten im Training. Genau. Wie gesagt, die ersten Tage waren eher im Namen der Testspiele. Die waren, glaube ich, auch von den Ergebnissen her auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich und auch der Sinn dahinter wurde sehr, sehr gut erfüllt, glaube ich. Ein bisschen ungewohnt auf jeden Fall, mit den Jungs zu kicken, ohne dass man sich vorher mal ein bisschen im Training kennenlernt, dass man sich mal so ein bisschen verständigt, aber hat auch trotzdem, glaube ich, sehr gut hingehauen. Und ja, alles in allem, glaube ich, bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Start und da kann man drauf aufbauen, definitiv. Die Ergebnisse waren 11:1 bei SV Miesbach, 13:1 beim FSV Pfaffenhofen und 13:1 FT Rosenheim. Wie viele Tore hast denn du gemacht? Grandiose 0. Ich sage immer, da darf doch jeder ran bei den Ergebnissen. Ja, als Innenverteidiger nicht ganz so einfach. Ich hatte sogar 1-2 Chancen, aber ja, da ist definitiv noch Entwicklungspotenzial da. Du sparst ja auf in der Saison, wenn die Tore sicherlich gebraucht. Ist es für dich ein ordentlicher Schritt jetzt von der Regionalliga in die dritte Liga? Ja, definitiv. Das war auch definitiv der Schritt, den ich machen wollte. Ich habe in Ingolstadt, Verein zuvor, eben schon viel Trainingspraxis in Bundesliga-Niveau sammeln dürfen. Aber eben die Spielpraxis hatte ich nur auf Regionalliga-Niveau, also in Anführungszeichen nur. Und da nach 2 Jahren Regionalliga war es definitiv in meinem Sinne und mein Wunsch, dass ich eben den nächsten Schritt, das nächste Level erreiche sozusagen. Und mit Haching hat sich da wirklich eine super Alternative für mich aufgetan, wo ich sehr, sehr glücklich darüber war, dass das alles so reibungslos und wirklich einfach funktioniert hat. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr glücklich, dass es geklappt hat und bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier bin und bin bereit, mit anzupacken. Wie wichtig war es denn, in Bayern zu bleiben? Du bist ja geboren im malerischen Mallersdorf Pfaffenberg. Das ist in der Nähe von Straubing. Und hast gewohnt in, sag's nochmal schnell? Ergoldsbach. Ergoldsbach. Das Elternhaus ist aus Ergoldsbach. Wunderbar. Das heißt, Bayern sollte schon so der Radius bleiben? Ich habe schon mehrere Stationen in Bayern durch und eine außerhalb. Ein Jahr war ich in Leipzig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mich schon... Gornisch. Hast du die Sprache nicht angenommen? Ha, da bleiben wir doch lieber beim Bayerischen. Nein. Konnten die dich denn verstehen? Ja, da habe ich mich so... Da kam doch das Hochdeutsche dann. Okay. Genau. Nee,
war nichtsdestotrotz eine schöne Zeit in Leipzig, aber wenn man dann wirklich mal weiter von zu Hause weg ist und eben Freunde, Familie, alles Mögliche nicht mehr jedes Wochenende quasi sieht, merkt man erstmal eigentlich, was da abgeht und merkt man erstmal, wie wichtig das eigentlich ist. Da war ich natürlich noch ein bisschen jünger und insofern habe ich definitiv gemerkt, dass das in meiner Entscheidungsfindung immer eine Rolle spielen wird. Bayern, einfach nahe an zu Hause, nahe an meinen Leuten, die ich mag. Und ja, insofern hat sich da Haching natürlich, ist da Haching natürlich eine Top-Wahl dann gewesen. Aber es ist sozusagen das Schicksal des Fußballprofis. Definitiv, das hätte jetzt auch in den hohen Norden oder nach NRW oder was weiß ich was gehen können. Jetzt machen wir nicht ganz schlimm. Ja. Also, da bleiben wir lieber, da wissen wir, was wir haben. Jetzt gucken wir mal rein, was so ansteht bei euch. Kommendes Wochenende geht es nach Ulm zum Testspiel und dann ein Benefizspiel bei 1860 Rosenheim. Das heißt, es wird auch gleich viel, viel getestet in der Praxis halt. Das tut gut, gerade weil du auch am Anfang erwähnt hast, du musst wirklich erstmal die Mitspieler kennen. Definitiv, ja. Ja, das ergibt sich natürlich hauptsächlich übers Training, dass man eben Abläufe versteht, dass man die Mitspieler kennenlernt, dass man so versteht, wie die ticken. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich die Spieler immer wichtig in der Vorbereitung. Und ja, wie genannt, die beiden Gegner sind definitiv gute Regionalliga-Mannschaften, die uns da einiges abverlangen werden. Und ja, am liebsten, glaube ich, das geht, glaube ich, nicht nur mir so, sondern jedem Sportler. Training schön und gut, aber der Wettkampf ist das Wichtigste und ist immer das, was am meisten Spaß macht. Und im Endeffekt, klar, Training ist wichtig, da lernt man sich kennen, da versteht man alles, aber im Spiel ist hart auf hart und da glaube ich, lernt man dann seinen Nebenmann doch nochmal, vielleicht nochmal in Extremsituationen nochmal einen Ticken besser kennen wie in jedem Training. Musst du gleich ein bisschen Härte zeigen als der Neue, um dich ja zu beweisen in einer Mannschaft, die ja im Gros so geblieben ist wie in der Vorsaison? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss einfach auch Härte zeigen, natürlich, weil ich mich sportlich steigern muss, weil es natürlich jetzt Regionalliga, jetzt ist dritte Liga. Ist spürbar, dass die anderen in der Mannschaft, die ja schon dritte Liga, manche sogar zweite Liga so gespielt haben, dass die da ein ganz anderes Tempo hinlegen, eine ganz andere Art, Fußball zu spielen? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es war noch nicht allzu viel bisher, aber was war, sieht man das definitiv, spüre ich das definitiv. Und da, glaube ich, spüre ich dann auch, woran ich mich noch verbessern muss und woran ich noch arbeiten muss. Und so ist das Körperliche schon, ist schon noch mal ein Stückchen weiter als in der Regionalliga. 19. bis 22. Juli, da geht's los. Es steht noch nicht genau fest, der Spielplan kommt erst Anfang Juli. Wie sehr fiebert ein Fußballer so diesem Plan entgegen, bis er nicht mal druckreif vor einem liegt? Oh, sehr, sehr, sehr. Also wie gesagt, wie ich es vorher schon gesagt habe, jedes Trainingsspiel ist immer schön und gut. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass man was man nach Hause nehmen will, dass man was absahnen will. Und das geht so richtig erst in den Wettkämpfen, also wenn es auch um Punkte geht und um Geld geht. Insofern, klar, Vorbereitung, da muss man die optimalen Weichen setzen, dass das dann, wenn es losgeht, klappt alles. Aber ich glaube, geht es nicht nur mir so, sondern geht es jedem Spieler allgemein auf der ganzen Welt wahrscheinlich so, dass er immer auf dem Punktspiel startet und immer auf Punktspiele hinfiebern wird. Auf welche Spiele freust du dich denn schon? Ich meine, wer in der Liga ist, weißt ja. Also kannst ja schon gucken, was für Spiele kommen. Ich meine, ich spiele klar ein bisschen auch auf die Münchner Derbys an. Absolut, absolut. Ich habe bisher natürlich in der Regionalliga wahrscheinlich von den Zuschauern, von der Atmosphäre noch nicht so viel erlebt, wie es jetzt dann kommen wird. Aber absolut, da glaube ich, sind einige richtig geile Dinge dabei. Wie gesagt, die Münchner Derbys gegen die Bayern, gegen die 60er natürlich. Aber ich glaube, da gibt es auch noch viele andere Kultvereine in der dritten Liga, die da ganz viel zu bieten haben und wo atmosphärentechnisch und wo Fanlager dann da sind, die, glaube ich, da gut Stimmung machen, wo man sich, glaube ich, wo sich jeder Fußballer darauf freuen kann. Gibt es eigentlich einen Verein, von dem du selber Fan bist, schon aus Kindheitstagen heraus? Leider nicht wirklich. Leider nicht wirklich. Nie ergeben? Hat sich auch aus dem Elternhaus eben nie ergeben. Und muss ich ehrlich gestehen, habe ich jetzt keinen Verein, wo ich seit Kindheitstagen schon mitfieber. Okay, das machen wir sozusagen. Das wäre jetzt der Bravo-Fragenkatalog, den können wir jetzt durchgehen. Aber Lieblingsspieler, das wäre jetzt sozusagen die nächste Frage. Gibt es so ein Idol? Ja, das gibt es auf jeden Fall sportlich gesehen natürlich. Jetzt, wenn ich jetzt einen nennen müsste, wäre es Mats Hummels wahrscheinlich. Auch wenn er jetzt eben weg ist aus München. Aber ja, der hat gewusst, dass jetzt der Konkurrent kommt. Ganz genau. Nein, besser für ihn. Nein, Spaß. die Spielerart, ein Spieler wie Mats Hummels, da glaube ich, kann man sich oder schaue ich mir ganz gerne was ab. Da habe ich
da sehe ich mich auch ein bisschen, natürlich jetzt nicht auf diesem Niveau, aber da die Ansätze, sag ich mal. Und ja, aber ein wirkliches Idol, wo ich nachfiebern kann, ja, eben wie bei der Vereinsfrage auch schon jetzt eher nicht, aber schon viele Spieler, wo ich gerne zuschaue und wo ich gerne Sachen abschaue. Paul, hoffe ich, dass viele kommen, um dich, um die Spiele von Unterhaching zu sehen, wenn ihr dann im Einsatz seid. Gute Saison, gute Vorbereitung erstmal ein bisschen und dann gute Saison. Vielen Dank. Und danke für den Besuch. Danke sehr. Und wir sind am Ende der heutigen Sendung. Die Sportarena in der kommenden Woche wieder am Montag hier aus dem Studio bei München TV. Und bis dahin, Servus.